Herzlich willkommen zurück hier in Minecraft und heute musste ich leider nachsprechen, da das Mikrofon nicht richtig funktioniert hat. Deswegen werden wir mal gucken, was tue ich denn überhaupt? Ja, wir gucken uns nochmal an, was ich nicht erforschen werde und da sehen wir, was ich erforschen werde und das werden wir jetzt auch gleich mal erforschen. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Forschung war. Deswegen, das werden wir wahrscheinlich gleich erst sehen, wenn ich das erforscht habe. So. Diese Forschung geht relativ schnell. Da habe ich nochmal kurz überlegt. Und festgestellt, dass das schon mal schlecht war. Kupferkappen waren das. Das waren die Kupferkappen. Jetzt kommt die fortschrittlichen Nodis. Oder ich hab's. Ich bin ein bisschen so schnell da. Ich hab's gar nicht gesehen. Das geht aber auch sehr einfach eigentlich. Das ist dieses kleine Feuerding. Ach man, ich weiß es nicht. Wir werden es ja gleich sehen. Was mache ich da als nächstes? Das wird schon ein bisschen schwieriger. Na, wie mache ich das? Wie löse ich das hier? Löse ich das überhaupt oder lasse ich das sein? Zwei Folgen muss ich nachsprechen, da aus irgendeinem Grund das Mikrofon nicht mit aufgenommen worden ist. Das ändern wir jetzt mal eben, ne? Indem ich hier ein bisschen rumnabere. Ich werde ab den 1. ab den 1. März auf jeden Fall auch ein neues Let's Play starten. Nämlich Far Cry Primeval. Das wird auch sehr interessant werden, glaube ich. Mal so als nebenbei Informationen hier, wo wir uns angucken. Ich das da löse. Ja, es dauert etwas. Da denke ich aber hart nach, wie ich das alles verbinde. Ja, das ist nicht schlecht mit Bewegung. Ich das mache ich dann Bewegung hin. Zum Glück kriege ich das wieder. Wahrscheinlich noch eine Bewegung. Ne, nimm noch einen Ordner und bett das aber mit einem Bewegung oder. Mit was verbinde ich das? Und das aber damit, okay. Mit einem Kreis. Jetzt müssen wir noch das letzte verbinden, nämlich diese Sonne oder Stern, was das ist. Damit haben wir auch das gelöst. Jetzt haben wir die drei Dinge gelöst. Und die werde ich mir jetzt auch gleich angucken. In dem Buch, glaube ich. Ja, also wir werden sie erstmal lernen und dann angucken im Buch. Fangen wir mal mit dem ersten an. Das waren die Kupferkappen. Kupferkappen gelernt. So, Kupfer hat ähnliche Eigenschaften wie Eisen, wenn als Stabkap genutzt, aber ist effizient wie Gold, wenn es darum geht, Ordo oder Praetitus Vis zu leiten. Also vor allem Ordo und Praetitio kann dieser Stab ganz gut leiten, das heißt, wenn wir einen Aufsatz hätten, der irgendwas Ordo oder Praetitio hätte,
Dann kann man das, glaube ich, besser leiten und auch verzaubern kann der ohne, also für weniger Kosten, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann haben wir das hier entdeckt. Das kann ich jetzt gar nicht sehen, was das war. Was sehen wir jetzt gleich, ja? So. Ach genau, das war dieser Stabfokus, so ein Aufsatz, den wir leider noch nicht bauen können, da uns da ein paar Ressourcen für fehlen, die man nur in Nessa finden kann. Da steht jetzt drinne, dass das, ja, was das halt ist. Wenn ich jetzt nicht alles vorlesen, das könnt ihr ja gerne pausieren und selber lesen. Da sehen wir nochmal das Rezept. Eine Feuerkugel haben wir, also haben mittlerweile wir schon ein paar Parts gemacht. Da habe ich auch eine Feuerkugel gefunden. Nur das Nether-Quarz. Dafür brauchen wir halt immer noch ein Nether-Portal. Und da bin ich immer noch auf der Suche nach Diamanten. Fortschrittliches nur die Zapfen. Nee, das war nicht das, das war nicht das, das war das. Das bewirkt einfach, dass man schneller etwas raussaugen kann. Oder waren das Forschungskenntnisse? Nee, ich glaube, das war das. Ja. Fortschrittliche Nodizapfen war das. Da, genau. Jetzt können wir nämlich. Normalerweise dauert es ein wenig, bis aus einer Nodi zu zapfen. Doch jetzt nicht mehr. Du hast einen effizienteren Weg gefunden, um Nodi anzuzapfen. Daher verdoppelt sich die Rate, mit dem du das Wiss beziehst. Das ist natürlich auch gefährlicher, etwas rauszusaugen. Da überlege ich, soll ich ihn angreifen? Greife ihn sogar an. Ja. Es ist halt immer noch auf einfach gestellt, der Server. Und hat es leider keine Enderperle gegeben in dem Fall. Sehr schade eigentlich. Aber was soll man machen? Man kriegt halt nicht immer eine Enderperle. Wir werden noch einige Enderperlen übrigens brauchen, um ein paar Dinge zu bauen. Wie ein Computersystem, wo wir Sachen reinlagern können. Aber dafür brauchen wir auch erstmal eine effizientere Stromversorgung. Dann einen Teleporter und was man nicht alles bauen kann. Aus diesen Enderperlen. So, ich weiß gar nicht, was ich als nächstes in diesem Part machen werde. Da gucken wir mal rein. Wir machen uns erstmal anscheinend wieder mehr Papier. Und werden wahrscheinlich gleich noch ein paar Forschungen freischalten. Also zumindest die schon mal raussuchen, was wir denn überhaupt als nächstes erforschen wollen. Wir werden als nächstes den Nodi-Halter machen. Der bewirkt am Ende, dass die Nodis erhalten bleiben. Zumindest mal ein Wiss, was da drin ist. Forschungsmeisterschaften werden wir auch machen, aber werden wir noch nicht erforschen. Dekonstruktionstisch. Eine sehr schöne Sache. Und Meisterschaft dieses Nodi-Zapfen. Dann haben wir auch schon fast die erste Seite komplett gelernt, wenn wir das fertiggestellt haben. Und jetzt werden wir als nächstes diese drei Dinge noch machen. Dekonstruktionstisch ist eigentlich relativ simpel. Ich werde auch wieder ein bisschen länger brauchen dafür, weil ich ja nachdenke, was und wie was zusammengehört. Da sehen wir, dass das Menschen beinhaltet. Zerstörung ist ein Hauptattribut. Geist. Ich werde, glaube ich, mit Geist und Zerstörung machen. Mit Seele. Spiritus, mal gucken. Musik endet leise. Ich bin gar nicht sicher, ob das der Part war, wo die Playlist zu Ende war. Das werden wir jetzt gleich feststellen.
Nein, das war nicht der Part, dann war es, glaube ich, der nächste, den ich noch besprechen muss. Da war nämlich auf einmal da die Playlist zu Ende und da hört man ja dann gar nichts. Außer das Spiel. Und da muss ich auf jeden Fall auch noch was dazu sagen. Einen kleinen Blick in die Zukunft kann ich euch geben. Wir wohnen ja immer noch in diesem Loch. In ein paar Parts werden wir sehen, wo wir hinziehen werden. Also bleibt dran, dann erfahrt ihr das auch. Das ist ein sehr schöner Ort. So, was machen wir als nächstes? Wir denken noch hart nach. Wir grübeln, wie wir das am besten lösen, dieses Rätsel. Fabrico hat Mensch und Werkzeug. Störung ist ja wie gesagt Hauptattribut und dann haben wir noch Intelligenz, Feuer und Seele. Seele beinhaltet auch den Tod. So haben wir das schon mal oben gelöst. Jetzt müssen wir noch irgendwie von Tod, Seele zum Werkzeug kommen. Und das werden wir wahrscheinlich mit Mensch lösen. Kommt da noch ein Tier rein? Und schon haben wir es geschafft. Ist hier oben links. Na, kriege ich es noch hin? Jetzt sehe ich es, glaube ich. Ach, wir hatten gar keinen Mensch mehr. Wir haben jetzt aus irgendeinem Grund einen Mensch hergestellt. Was auch immer wir davor haben. Wir können auch einfach ein Tier nehmen. Aha. Na, so geht's auch. Und dann kommt auch der letzte, eigentlich relativ einfach. Aber auch da denke ich wieder etwas länger nach. Was haben wir dann sonst noch so für Informationen, die wir teilen können? Es wird eventuell bald ein Intro geben. Ich werde mal schauen, wann das kommt. Ja, und sonst wüsste ich jetzt auch keine neuen Informationen, die ich mit euch teilen kann. Gucken uns noch weiter zu hier oder mir zu, wie wir dieses Rätsel hier lösen. Wir haben schon mal von oben nach unten das Rätsel gelöst, müssen wir es noch von links nach rechts lösen. Das heißt, wir brauchen was, was Gier beinhaltet. Tod und Leben. Ja, und dann ist das auch gleich gelöst und dann haben wir wieder drei Dinge gelöst. Der Dekonstruktionstisch wird sehr interessant werden. Ich glaube, den bauen wir dann auch schon gleich im nächsten Part auf. Und in diesem Part
gucken wir uns, glaube ich, noch diese Sachen an. Das mache ich, glaube ich, jetzt in diesem Part nicht mehr. Da das doch den Rahmen sprengen würde und auch doch wieder länger dauert. Gut, da löse ich es doch noch. Es sieht zumindest so aus, als würde ich das doch noch lösen. Habe ich mich verklickt. Fehlt da noch ein bisschen was da unten hin? Und nach links noch. Oder löse ich ja doch alles, also alle drei Dinge, nur die meisterschaftliche Sache noch nicht, da das auch einen negativen Effekt hätte. Das werden wir uns aber dann auch nochmal angucken. So, jetzt müssen wir noch von links nach rechts lösen. Ja, wieder über den Ordnungsweg. Und haben das auch gelöst. Und an der Stelle sage ich auch wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss!